Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror Teil 2. Wir sind wieder im Black Mirror und wir haben Tee dabei. Sprich, wir probieren jetzt mal die Tea Time einzuläuten. So hat das doch, glaube ich, ausgedrückt gehabt. Und dann schauen wir mal, ob wir dann an das zweite Ding rankommen. Aber bräuchten wir nicht noch heißes Wasser dazu? Wir schauen einfach mal. Damit ist das Gedeck fertig. Fehlt nur noch heißes Wasser. Am besten sage ich einfach Sally Bescheid. Alles klar. Aber, habe ich doch gesagt, heißes Wasser fehlt noch. Es wäre auch irgendwie sehr, sehr seltsam gewesen, wenn das ohne heißes Wasser gegangen wäre. Naja. Mal sehen, ob Sally schon wieder da ist. Oder ob die noch oben im Bad ist. Nein, sie ist schon wieder da. Das heißt, das Bad oben ist wieder sauber. Guten Tag, Sally. Hi. Sally, Bates hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass Sie heute die Tea Time einläuten dürfen. Es fehlt wohl nur noch heißes Wasser. Ach, dafür bin ich also wieder gut genug. Er war ziemlich erschöpft vom Einkaufen. Kein Wunder. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht einfach Louis Bescheid gesagt hat. Ich schon. Ja, ich auch. So, dann schauen wir mal, ob das so funktioniert hat. Ob wir jetzt dahin kommen, wo wir hin wollen. Ah, sehr schön. Sollen wir es gleich machen oder gehen wir mal kurz in die Bibliothek? Wir gehen noch mal ganz kurz in die Bibliothek rein. Jetzt will ich jetzt einfach mal schauen, ob die da auch wirklich sitzen. Ja, da sitzen sie und trinken Tee. Und er könnte tatsächlich noch was Neues fragen. Das Schloss ist sehr schön, aber es... naja... Es zerfällt langsam, meinen Sie. Ich befürchte, da haben Sie recht. Und es ist nicht das Einzige, was hier zerfällt. Wie meinen Sie das? Das Geschlecht der Gordons. Seit Jahrhunderten lebten wir hier in der Gegend und prägten sie wie niemand sonst. Unsere Familie wird aussterben, Mr. Fogg. Bald wird es keine Gordons mehr geben. Und das Schlimmste ist, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Verlust ist. Sie meinen wegen... Wegen des Leids, für das einige von uns verantwortlich sind. Ja. Mir ist gerade aufgegangen, dass diese Frau meine Großmutter ist, wenn Angelina recht hat. Sie scheint nichts von einem Enkel zu wissen. Oder doch? Ihr Blick war irgendwie seltsam. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Ja, man hat ja auch gehört gehabt, dass was gesagt hat. Eleanor? Ich habe gerade keine wichtigen Fragen. Ja, okay. Dann reden wir nicht. Dann schauen wir mal nach dem Mosaik, ob der wirklich da drin ist. Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Nur wie soll ich da rankommen? Da war doch auch noch was mit Dings, oder? Nee, doch, da. Absperrung. Ein verzierter Zaun oder eine Art Absperrung ist hier rund um den Globus. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Ein verzierter Zaun oder eine... Ich bin mir fast sicher, dass... Ja, okay, das sagt er immer dasselbe. Na gut, was haben wir denn so im Inventar? Hammer! Das wäre ein bisschen rustikal, oder? Was geht tatsächlich? Ich werde es eher mal mit dem Messer versuchen, da die Ritze reinzumachen und das Ding aufzuziehen. Bevor wir damit... Das Messer verbiegt, bevor die Platte sich auch nur einen Millimeter bewegt hat. Okay. Muss ich es tatsächlich mit dem Hammer machen?
Ich denke, die Ladies wären nicht angetan davon, wenn ich hier mit einem Hammer die Steinplatte bearbeite. Das hört man im gesamten Schloss. Ich hätte sofort die Polizei am Hals und dann wird es kompliziert. Ja, dann wird's ziemlich kompliziert. Dann bin ich wenigstens beruhigt, dass es, dass du so weise bist, das nicht so zu machen. Uff. Aber jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Warum haben wir die Absperrung noch hier und wir haben noch die Steinplatte? Warum die Absperrung noch da ist, wollte ich gerade sagen, habe ich keine Ahnung. Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Nur wie soll ich da rankommen? Ein verzierter Zaun oder eine Art Absperrung ist hier rund um den Globus. Ja, das sagt er immer wieder genau dasselbe. Zeitungsartikel über die Mordserie des Samuel Gordon. Es muss damals das Thema gewesen sein. Grausame Ritualmorde, Gewalt, mystischer Schnickschnack. Ein gefundenes Fressen für die Presse. So, aber ich habe echt keine Ahnung, wie wir an das Ding rankommen. Mit dem Zimmerschlüssel bestimmt nicht. Nee, da gibt's nichts zu machen und hier... geht tatsächlich nur noch der Hammer. Und das war's. Das geht wirklich zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg finden, die Platte zu öffnen. Ah, okay. So viel da dazu. Mal hier hinten? Nee, die haben nichts zurückgelassen. Hinter der Tür soll angeblich nicht mehr sein als einige Räume, die seit dem Brandeinsturz gefährdet sind. Und solange ich den Schlüssel für die Tür nicht habe, kann ich nicht das Gegenteil beweisen. Okay. Mit dem Schlüssel geht's auch nicht? Nein, war ja auch klar. Jetzt bin ich etwas ratlos, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Ich habe es gedacht, er sucht da vielleicht nach Geheimschaltern oder irgend sowas. Sie ist gerade so fleißig, da will ich nicht stören. Aber irgendwie sucht er nicht nach Geheimschaltern. Gibt's hier noch irgendwas? Den Matsch natürlich noch, den Brunnen. Hat Louis noch was? Lass ihn lieber arbeiten. Nee, hat er auch nicht. Ist Bates vielleicht wieder da und wir können mit ihm nochmal reden? Mal nach kurz nach oben gehen nochmal. Das Gemälde, das haben wir ja auch schon mehrmals angeschaut. So viel zum Thema Nacktheit in England. Ja, ist ja schon gut. So viel zum Thema Nacktheit. Hier ist ein Wischeimer. Der ist neu. Sally hat ihr Putzzeug hier abgestellt. Ein alter Metalleimer mit Wischmopp. Ich nehme den Mopp mit. Für was können wir den Mopp brauchen? Ein Wischlappen. Ein großer, schwerer Wischlappen. Vermutlich älter als ich. Um das Ding zu öffnen, glaube ich eher nicht, oder? Der Boden ist wieder blitzblank. Sally hat ganze Arbeit geleistet. Ich weiß nicht. Was anderes blieb ihr wegen Bates wohl auch nicht übrig. Keine Ahnung, für was wir den Mischschwab brauchen können. Benutzen mit irgendwas aus dem Inventar können wir es nicht. Und das Ding da unten am Globus kriegen wir wahrscheinlich damit auch nicht auf. Ich wüsste jedenfalls nicht wie. Hat sich da was geändert? Ein Haufen Handtücher. Kleine, große. Nichts als Handtücher. Das war vielleicht keine gute Idee. Wahnsinn ist vererbbar.
Huiuiuiui. Aber ich hab's nicht erkannt, war das tatsächlich Samuel? Was ist los mit mir? Was sind das für Visionen? Samuel hatte ein Buch in der Hand. Und er hat auf diese Fliese dort gedeutet. Okay. Welche Fliese? Diese Fliese, die hier. Der will dir die vielleicht helfen? Vision hat auf diese Fliesen gedeutet. Da tut sich gar nichts. Da tut sich gar nichts. Okay, brauchen wir jetzt vielleicht den Hammer? Oh. Dahinter ist ein Hohlraum. Okay. Eine handgeschriebene Seite aus einem Buch. Sie scheint aus dem Tagebuch von William Gordon zu sein, mit Ergänzungen von seinem Enkel Samuel. Soweit ich weiß, haben sich beide von einem der Türme des Schlosses gestürzt. Ja. Ob Samuel die Seite zuvor rausgerissen und versteckt hat? Aber wieso? Mhm. Auf der Seite sind viele kleine Pyramiden oder Dreiecke im Kreis hingekritzelt. Drei davon durchgestrichen. Das ist diese Dings beim Globus unten. Irgendwo habe ich diese Dreiecke doch schon gesehen. Ja, bei der Absperrung unten. Okay, jetzt kommen wir doch ein bisschen weiter. Schauen wir nochmal dahin. Die Tür ist abgeschlossen. Und Bates scheint tatsächlich noch nicht da zu sein. Na, okay. Es bringt immer was, sich nochmal umzuschauen und alles nochmal anzuklicken, was man so alles findet. So, und das sind diese Dinger hier. Muss ich die vielleicht einfach nur anschauen? Das scheinen die gleichen Pyramiden zu sein, die auf der Tagebuchseite von Samuel stehen. Mal sehen. Sie lassen sich reindrücken. Okay, wie war das jetzt? Das meiste der rausgerissenen Seiten. Wenn das der erste ist, dann müsste es noch der und der sein, oder? Oder kann man die auch wieder rausziehen? Ja. Das meiste der rausgerissen. Das da ist wahrscheinlich der Pfeiler hier. Das heißt, der, der und der müssten weg. Das passt also doch schon. Hätte ich gesagt. Geht das Ding jetzt auf? Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach war. Ah. Kann man die auch wieder rausholen? Das verstehe ich das jetzt aber nicht. Das meiste der rausgerissen. Ja. So, das da ist doch die Säule hier. Das heißt, der muss reingedrückt werden, der muss reingedrückt werden und der muss reingedrückt werden. Oder ist das, oder meint er damit nicht, der muss reingedrückt werden, sondern, die anderen müssen reingedrückt werden. Das hieße dann der hier. Also, dass es gerade umgekehrt ist. Der hier. Der hier. Und das war's dann, glaube ich, auch schon, oder? Ja. Ich bin mir fast sicher, dass... Okay, das kapiere ich nicht. Also eigentlich hätte ich gedacht, die drei, wo durchgestrichen sind, die müssen weg. Die müssen reingedrückt werden. Aber andersrum ist es ja auch nicht. Das meiste der rausgerissenen...
Also jetzt ist der noch draußen. Der wurde reingedrückt. Die zwei. Halt mal, die zwei. Der. Der hier wird gar nicht mehr angezeigt. Moment mal, vielleicht ist das da vielleicht nicht die Säule, sondern das erste mit gemeint. Also das hier. Weil es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Das heißt, der muss draußen sein. Die zwei müssen rein. Und der. Also ich muss jetzt noch den raus und den da rein. Vielleicht ist es so mit gemeint. Und den hier hoch. So, fertig. Aber es tut sich nichts. Das war also so, wie ich gedacht habe. Das war dann doch nicht die erste Säule, sondern nur das hier. Ich bin mir sicher, dass ich die richtigen Pyramiden runtergedrückt habe. Irgendwas muss das bewirkt haben. Dann probier mal, ob du es jetzt aufkriegst. Wusste ich's doch. Ein Geheimfach. Und da drin liegt... Yay! Die zweite Mosaikscheibe. Was tun Sie da, Sir? Oh. Ich habe mir nur dieses Fach hier angesehen. Ungewöhnlich, oder? In der Tat. An der Stelle befand sich sonst immer eine Steintafel. Vielleicht hat sie jemand entfernt. Ich werde Sally danach fragen. Okay, Bates ist wieder da. Puh, das war knapp. Lady Victoria. Gut, Bates. Ruhen Sie sich eine halbe Stunde aus. Keine Diskussion. Puh, und es war wirklich eng. Wundert mich, dass Bates das uns einfach so abgenommen hat. Nicht da lang gehen, ich will eigentlich das Buch öffnen. Neuer Eintrag. Ich glaube, ich verliere langsam meinen Verstand und leider ist das nicht nur ein dahingeworfenes Sprichwort. Mein Kopf explodiert und ich sehe Gespenster. Und schließlich waren Samuel und Robert nicht auch verrückt? Wahnsinn, ist vererblich. Ja, das haben wir alles hier, okay. Die dritte Mosaikscheibe finden. Es gibt nicht den geringsten Hinweis, wo sich die dritte Mosaikscheibe befindet. Aber da gibt es immer noch die verschlossene Tür. Ich frage mich, was sich wirklich dahinter befindet. Und in Bates Zimmer gelangen. Wenn jemand alle Geheimnisse dieses Schlosses kennt, dann Bates. Eine Durchsuchung seines Zimmers dürfte neue Erkenntnisse bringen. Nur momentan sieht es nicht aus, als würde er das Zimmer bald verlassen. Zumindest nicht lebend. Du wirst ihn jetzt nicht umbringen. Schauen wir mal, klopfen wir doch mal an und schauen mal, was passiert. Vielleicht ist jetzt das mit der Badewanne hier wichtig, ihn ein Bad zu machen zu lassen. Wir können auf jeden Fall mal mit ihm reden. Das ist doch schon mal gut. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!